Willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Wir sind hier im Umbrella Untergrund, aber. Moment, falsches Spiel. Moment. Ja, wir sind hier in einem Untergrundlabor und es ist nicht von Umbrella. Lieben, nachdem wir den Störsender zerstört habt, hat uns Desmond nochmal angeschwärzt. Komm, er ist ganz in der Nähe. Ich würde gerne die Energiezelle nehmen, aber wenn du wieder zu dumm bist, um hier laufen. Ich kann dir aushelfen. Okay, er ist zu dumm. Er läuft gerne gegen Wände, also soll er doch das. Wenn wir sind jetzt hier in dem Labor und versuchen jetzt diesen Professor ausfindig zu machen. Und sagen wir mal so, ich habe jetzt das noch mal jetzt eine letzte Chance gegeben, sich zu beweisen. Sollte er mir noch zu sehr auf die Nerven gehen, dann kann ich ihn jederzeit immer noch eliminieren. Ich würde gerne noch mehr sammeln, was. Ich kann ihn. Gehen wir, bevor er Zeit hat, sich vorzubereiten. Ehrlich, da lässt mich ja fast gar nichts mehr tun. Okay. Muss mir halt das akzeptieren und die Kaffeetasse wollte ich natürlich mitnehmen. Und das Klemmbett genauso wenig. Ehrlich, ich hasse ihn langsam. Der hat mir auch nur gemerkt, wie dieser Häuptling mal. Wenn ich einmal immer, lustigerweise immer Häuptling steht, weggetauft habe, weil ich wirklich im Weg stand. Untersuchen wir noch die anderen Räume, wir sind da noch nicht ganz fertig. Und wenn der Idiot unbedingt gegen die Wand laufen will, dann soll er doch das. Ein sehr nutzloser Haufen. Gut, die Rechtspistole und die Vorkriegsbücher nehmen wir auf jeden Fall alle mit. Ja, die können wir noch gut gebrauchen. Ach, das Vorkriegsbücher will ich doch. Für jedes Buch kriegen wir immer noch 100 Kronkorken oben drauf. Elektronisches Postsystem. Michelsen. Ich weiß, dass diese Einrichtung dafür gebaut wurde, den enormen Druckverhältnissen standzuhalten, die unter den Meeresboden herrschen. Aber seit kurzem hege ich Zweifel an der Stabilität der Grundkonstruktion. Meine Mitarbeiter haben mehrere Lecks bemerkt, deren Vorhandensein logisch nicht erklärt werden kann. Dies hat bei einigen von ihnen große Besorgnis ausgelöst, die ich offen gesagt teile. Grollmann im Anlagenbüro versichert mir, dass die Pumpen und Druckregler mit ihren internen Batterien die Einrichtung mehrere Jahrhunderte lang trocken und sauber halten werden. Aber wenn ich bedenke, wie oft solche Beteuerungen sich im Laufe der Geschichte bereits als Irrtum herausgestellt haben, könnten seine Worte mich nicht so recht beruhigen. Ich hoffe, dass Sie einen Inspektor mit geeigneten Befugnissen finden werden, der uns ein unabhängiges Gutachten über das Labor stellen kann. Ein externes Gutachten wird uns alle enorm beruhigen. Danke, Dr. Stewart. Dr. Laura Stewart. An alle Assistenten der Stufe 7. Es ist mir so angekommen, dass sich einige von Ihnen in Ihrer Freizeit mit Testsubjekten unterhalten haben. Ich erinnere Sie daran, dass alle Versuche mit Teilnehmern an klinischen Testreihen soziale Kontakte zu pflegen einen Verstoß gegen Regel 47 dieser Einrichtung darstellen. Soziale Interaktionen stören die zerebrale Infusion und können verschiedene Probleme auslösen, sobald die Prozedur zum Abschluss kommt. Ich weise also noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass sie nicht mit den Teilnehmern sprechen dürfen und alle Selbstgespräche in ihrer Nähe auf die Liste im Abschnitt 2.3 ihre Prozedurhandbücher beschränken müssen. Einen derartigen Blödsinn kann ich nicht länger dulden, Dr. Stewart. Was haben die nur hier unten gemacht? Ich will es lieber gar nicht wissen. Wobei, doch, ich will es doch wissen. Mir das doch ein bisschen interessiert. Wenn das mit dem noch so blöd durch die Gegend und die messen mit Sonnenenergiezellen. Ja,
Elektromatenteil kann ich auf jeden Fall auch gut gebrauchen. Habe ich wieder ein bisschen mehr Muni. Wirklich nicht wissen, was ich genauso mache. Wahrscheinlich irgendwas an forscht. Aber Notizensystem. Mit Hilfe der Daten, die wir von den Forschern bei General Atomics am Ende des Robohin-Projektes bekommen haben, ist es uns gelungen, das Verfahren der Subvention und Isolation von Gehirn, das die Robohinde funktionsfähig macht, komplett nachzuvollziehen. Wir haben auf diesem Gebiet sogar einige interessante Fortschritte gemacht. Es hat sich herausgestellt, dass wir durch Manipulieren der Zusammensetzung des biomedizinischen Gels eine Reihe von Wirkungen erzielen können, die bisher für unmöglich gehalten wurden. Dr. Stewart hatte offenbar recht, und in den richtigen Umständen behält das Subjekt nicht nur seine volle geistige Kapazität bei, sondern kann im begrenzten Umfang auch Bilder und sogar Gedanken in andere Gehirne projizieren, sofern sie der biomedizinischen Suspension die richtigen Bedingungen geschaffen werden. Einzeln hatte dieses Aufpass finden Sie in Abteilung B von Forschungsarchiv 51 Punkt. Dies hat weitreichende Folgen für Applikationen von der Schlachtfeldtechnologie bis hin zu Verhörmethoden in der strafrechtlichen Verfolgung. Man muss sich jedoch fragen, ob die jahrelange Isolation in einer Biogel-Suspension nicht letztendlich zu psychischen Anomalien führen wird. Dieser Punkt ist eine gründlichere Untersuchung wert, sobald die Ziele der derzeitigen Forschungen voll ausgelotet wurden. Obwohl sich unsere Forschung noch in der Frühphase befindet, hat uns Dr. Stewart mitgeteilt, dass Senator Calvert unverzüglich einen vollständigen Bericht über unsere Arbeit verlangt. Er will offenbar seinen Bruder, einen angesehenen Forscher auf dem Gebiet der kognitiven Robotik, in unser Labor schicken, um sich an unseren Untersuchungen zu beteiligen und uns bei dem Bericht zu helfen. Ich muss zugeben, dass ich unsere Arbeit nur ungern Leute außerhalb des Labors zeige. Es ist noch zu früh dazu und alles ist doch sehr instabil. Es wird Jahrzehnte dauern, bis wir sicher sein können, dass die Technologie der kognitiven Übertragung zuverlässig arbeitet, geschweige denn, dass sie zur Implementierung bereit sind. Vielleicht kann Dr. Stewart die Ankunft von Professor Calvert noch ein paar Monate hinauszögern. Das würde uns wenigstens mehr Zeit verschaffen, um zu besseren Ergebnissen zu kommen. Also, die haben etwas mit Robohirnen geforscht. Haben menschliche Testsubjekte genommen und da etwas angestellt. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schön. Hold on. Ich brauche Hilfe hier. Ach, jetzt bist ich du. Dabei. Bist du mal rausgekommen? Weltwunder. Oh Gott. Ich glaube, irgendjemand weiß jetzt Bescheid, dass wir hier drin sind. Okay, wieso man die jetzt nicht bedienen kann? Scheiße. Ah, sie hört so. Dieser Stöber. Ah, okay. Manfred wäre beseitigt. Okay. Die Mikrofonzelle nehmen. Und nicht. Alles, was sich da noch so befindet. Ich glaube, damit kommen wir hier weiter. Ja, Sicherheitssperre überschreiben. Dann können wir weiter runter ins Labor. Wenn er noch unter dem Meer gebaut ist. Gemeinsame Zeit vermissen. Interessant dann.
Okay, jetzt die Stufe Beta. Gut. Da ist nichts. Hier. Ah. Macht mir ja vollkommen die Augen, das Ganze. Da ist noch was. Einfach viel zu hell. Dann haben wir noch eins. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, da ist noch was. Wenn nur das Psycho nicht auf die, aus der Toilette zaufen. So, müssen wir das jetzt auch umgehen. Und noch ein Gatling Laser. Ich tue das zwar nur ungern, aber ich repariere jetzt den einfach da rein. Damit meiner dann mit einem besseren Stand hat. Wie schon gesagt, mache ich halt nicht gerne, aber. Der Not frisst doch der Teufel auch Fliegen, also. Kann sie auch noch gut bedienen. Wieso eigentlich nicht? Auch noch mit. Okay, es wird langsam Zeit, dass ich jetzt da noch mal einige Waffen ineinander reparieren müsste. Wenn mir langsam das Gewichtlimit wieder quer kommt. Nein, die Kernspaltungsbatterie wollte ich auch nicht mit. Ich kann gerne hier bleiben, weil die brauche ich nicht mehr. Und das waren wahrscheinlich die Gefängniszellen. Sind die Überwachungskameras. Definitiv Gefängniszellen. Okay, er schafft es auch alleine. Fertig zu werden. Ich weiß, was meine Nachbarn da oben treiben. Irgendwas. Entschuldigung. So, ich repariere jetzt noch ein paar Unterhebel. Repariere mehr ein. Noch ein bisschen Gewicht zu sparen. 10 mm Pistolen vor allem. Lasergewehre. Da die gesamten Laserpistolen. So, jetzt haben wir auch schon wieder ein bisschen mehr Gewicht frei. Gut. Gehen wir weiter. Wenn du den großen Macker raushängen lassen willst, bist du hier falsch. Da bist du ja, du schleimiger Dreckskerl. Wurde auch Zeit. Setzen wir der Sache ein Ende. Hier und jetzt. Nein, Calvert. Ich habe jemanden bei mir. Jemanden ganz Besonderes. Dieser jemand hat dich dazu gebracht, mir dein Versteck zu verraten. Nun gut, sei's drum. Töte ihn!
jetzt mit der gleichen Scheiße. Du körperloses, armseliges Stück Kleinhirn. Und was ist mit dir? Dauernd nur beschissene, leere Drohungen und sinnloses Geschwätz, aber keinen Mumm zu handeln. Wenn du den großen Macker raushängen lassen willst, bist du hier falsch. Du körperloses, armseliges Stück Kleid. Kretz. Gut, jetzt dürfen wir uns entscheiden. Entweder zerstören wir jetzt Bot oder wir vernichten Desmond. Ich kann zumindest eines, was du, Dreckskerl, nicht kannst. Ich kann laufen. Okay, und wo kann man denn das Gerät abschalten? Wenn du den großen Macker raushängen lassen willst, bist du hier falsch. Wo bleibt ihr denn noch? Töten wir ihn! Okay. Das ist jetzt schwierig. Wobei... Wenn man sowas eingetrieben hat, ist auch schlimm. Und was, wenn ich stattdessen sie töte? Ich hab mich umentschieden, du bist nämlich schlimmer. Damit wird das Problem gelädig. Jetzt ist die Welt ein für allemal von diesem hochnäsigen, widerwärtigen, arroganten Gehirn befreit. Denk doch mal nach. Alles, was er gelernt hat, alles, was er jemals gehabt hat, es ist alles hier und es gehört alles mir, mir. Beruhigen Sie sich, Sie veranstalten ein totales Chaos hier. Ich bin das Chaos selbst. Du Vollidiot. Du kannst unmöglich begreifen, was das alles bedeutet. Seit über 200 Jahren kämpfe ich gegen Calvert. Und jetzt habe ich ihn endlich besiegt. 200 Jahre Technik, Wissen und Forschungsarbeit, die er mir gestohlen hat. Aber jetzt spielt das alles keine Rolle mehr. Also, wo ist mein Anteil? Nimm dir doch aus diesem Dreckloch, was du willst. Warum ich hier bin, geht dich rein gar nichts an. Viel Spaß mit der Beute. Unsere Wege werden sich wohl kaum mehr kreuzen. Gelobt sei Christus. Halleluja und Amen. Okay, Dreschossel ist Belohnung hinzugefügt. Dann wird das auch erledigt. Damit ist jetzt auch offen und Desmond hat jetzt doch unerwartet noch überlebt. Eigentlich wollte ich ihn ja zuerst töten, aber ich habe mich dann dazu entschieden, doch den Professor auszuschalten. Was der angerichtet hat, ist auch genauso schlimm, wie was er angerichtet hat. Naja, holen wir jetzt noch die Belohnung aus dem Tresor und dann haben wir von ihr ab. Wir haben nicht mehr viel zu tun. Okay, das ist auf jeden Fall der Ausgang. Was hier? Okay, da war noch ein Robohirn wache. Wir gehen dann gleich über den Ausgang raus. Habe ich jetzt den Raum auch noch unangetastet gelassen.
So, wenn wir dann hier auch alles geplündert haben, dann gehen wir. Was das man damit der Technologie anstellen will, das soll er selbst entscheiden. Wenn wir hinter sehen, wo der Tresor ist. Jetzt sind wir im unteren Bereich. Okay, die Kernspaltungsbatterie kannst du gerne behalten. Nimm die wieder nur aus Versehen mit. Aber hier bringt es mir absolut nichts mehr. Okay, dann ist es wahrscheinlich doch in dem Raum, da der Ausgang ist. Auf jeden Fall, es wäre das auf jeden Fall erledigt. Das Getting Laser, das lege ich dann auch ab, wenn ich dann wieder zurück bin. Wäre es auch nicht schlecht, wäre es zu behalten, aber es wird mir nur wieder Platz wegnehmen. Und solange ich die Minigun noch habe, obwohl ich könnte sie gegen die Minigun umtauschen. Gute Frage. Ich glaube, unser. Okay, das ist nicht der Tresor. Dann nehme ich das mal mit. Die ist abgeschlossen. Karavellensender. Ich hätte aus Versehen noch ein Dings aufgesammelt. Zünd? Ja, Zündflamme. Die Munition. Ja, ich glaube, ich lege dann den Getting Laser mal kurz ab. Okay, ich habe jetzt auch keinen Tresor gesehen. Naja. Okay, jetzt muss ich noch etwas finden, was ich noch rein reparieren kann. Noch ein bisschen Gewicht zu verlieren. Das sieht nicht so aus, dass ich da noch etwas finde. Dann müssen wir das irgendwie so schaffen, da rauszukommen. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt auch hier fertig. Bei. Aber wir sind jetzt hier fertig. Irgendwas hat mich geschossen. So, der. Irgend so ein Scharfschütze. Okay, ich muss schauen, was kann ich ablegen? Geht wirklich nicht auf die Kuhhaut. Dann gibt es einen Wunderklebeball. Jetzt habe ich drei Schraubenschlüssel mitgenommen. Und sammeln mal 4. Und Metall. Gut, dann können wir jetzt reisen und damit sind wir jetzt mit Point Lookout auch fertig. Mehr gibt es nicht zu tun. Wenn wir sagen, wir werden jetzt auf jeden Fall die wissenschaftlichen Anstrengungen, die kommen dann später. Das ist sozusagen die Hauptquest. Wir werden jetzt vorerst mal Blutsverwandtschaft abschließen.
die Familie finden, dann wenden wir Rallys Rangers. Und dann können wir mal das alles abarbeiten und echt von dieser Welt. Und nach Petra sind immer noch die letzten zwei DLCs. Noch einen dritten, aber dann müssen wir zuerst die Storyline abschließen. Und nicht von dieser Welt, das wird mir dann irgendwann mal später mal annehmen, wenn wir mal in der Nähe des Punktes wären. Oder wenn ich jetzt mal sagen würde, ich hätte jetzt mal wieder Lust auf ein DLC. Aber vorerst wird es auf jeden Fall im Ödland der Hauptstadt weitergehen. Angefangen mit Blutsverwandtschaft. Aber ich muss das jetzt erstmal alles irgendwie ablegen können. Dann nehmen wir mal alles, was wir jetzt hier drin haben, raus. Und dann fahren wir zurück. Sagen ihr auch noch, dass Nadine jetzt auch zurück ist. Und danach werde ich den Part schon ein bisschen früher beenden müssen, weil es mir da nicht mehr möglich ist, mitzumachen. Weil ich müsste jetzt halt zu Megaton zurückreisen und dann müsste ich jetzt halt wieder auf Cheats zurückgreifen. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Hab Nadine wohlbehalten zurückgebracht. Ja, vielen, vielen Dank. Und jetzt, wo sie dieses Schiff und die ganze Ladung gebracht hat, kann ich es mir leisten, sie zu bezahlen. Danke. Okay, ich muss mich auf den Weg machen. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Hilfe. Ja, auf jeden Fall. Ich würde Kassenger auch noch in der Nähe. Vorausgesetzt, ich schaffe es bis dahin. Aber ansonsten würde ich was sagen, dann beende ich den Part an der Stelle und im nächsten Part geht es dann mit der Blutsverwandtschaft weiter. Da werde ich jetzt noch ein paar einige Vorbereitungen treffen. Ich muss wahrscheinlich auch ein Spiel neu starten, weil sonst die XP nicht zählen, wenn ich einmal den Cheat benutzt habe. Zählen einfach mal die XP nicht mehr. Naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis dahin und im nächsten Part sind wir dann auf jeden Fall wieder für Sie da. Bis dann. Ciao.